für Style-Sheets in CSS gelten bestimmte grundlegende Regeln, die du einhalten musst, damit Style-Sheet vom Browser richtig interpretiert wird, damit es verstanden wird und damit der Browser die Regeln, die du festlegen kannst, auf das HTML-Dokument kann anwenden. Ich werde schnell zeigen, was also typischerweise kann schieflaufen kann. Und wenn du das ein bisschen kennst und weißt, warum so Fehler passieren können, dann kann dir das helfen, wenn bei dir mal etwas nicht richtig angezeigt wird. Ich habe hier ein HTML-Dokument mit einem P-Tag und ein bisschen Inhalt drin, also einen Textabsatz. Und ich habe ein Style-Sheet mit zwei Regeln. Es gibt eine Regel, die den Selektor Body betrifft. Und es gibt eine Regel, die den Selektor P betrifft. Der P-Selektor bezieht sich auf den Tag P. Und der Selektor Body bezieht sich auf den Tag Body, wo man hier im HTML-Eingabefenster nicht sieht, in CodePen. Aber auch in CodePen existiert ein Body. Das heisst, wenn ich eine Hintergrundfarbe einstelle für den Body, dann nachher wird im Output-Fenster das ganze Output-Fenster so eingefärbt. Die Regel für den Selektor P umfasst drei Eigenschaften: eine Schriftfamilie, eine Schriftgröße und Schriftgewicht. Wenn ich im Eingabefenster die Eigenschaften oder den Wert dieser Eigenschaften ändere, dann wird das Output-Fenster aktualisiert. Bei mir wird es hier unten im unteren Teil des Fensters angezeigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schriftgewicht ändere und absetze, dann nachher sehe ich dort, dass das Dokument aktualisiert wird. Hast du das gesehen? Das heisst, jedes Mal, wenn ich etwas eintippe hier oben, wird das Output-Fenster aktualisiert. Und als erstes möchte ich zeigen, was passiert, wenn ich bei der letzten Eigenschaft den Strichpunkt wegnehme. Es wird aktualisiert, aber es passiert gar nichts. Jetzt könnte ich sagen, ja gut, wenn es dort keinen Strichpunkt braucht, braucht es da vielleicht auch keinen, oder? Jetzt ist aber ein Fehler passiert. Wenn man genauer schaut, was passiert ist, sehen wir, dass das Schriftgewicht nicht mehr korrekt interpretiert wird. Und die Schriftgröße ist zurück auf die Grundgrössigkeit, also auf 16 Pixel. Das heisst, offensichtlich braucht es den Strichpunkt. Jetzt, warum braucht es den? In dem Moment, wo der Browser Stylesheet lesen, nimmt er keine Rücksicht auf Leerzeichen und keine Rücksicht auf Umbrüche. Das existiert für den Browser nicht im Stylesheet. Das heisst, der Browser sieht das Stylesheet im Grunde genommen so. Ihr seht, das Dokument wird ständig updated, wenn man hier unten schaut. Jedes Mal, wenn ich da etwas eintippe, wird das Dokument, also der Output, updated und es passiert überhaupt nichts. Es wird alles korrekt interpretiert. Für uns wird es aber schwierig zum Lesen. Das ist ein bisschen mühsam, oder? Es gibt übrigens einen Knopf in CodePen, wo das Stylesheet wieder tut, schön formatieren. Der ist hier versteckt hinter dem Pfeil und heisst Format CSS. Die funktioniert aber nur, wenn es keinen Fehler im Stylesheet hat. Jetzt habe ich wieder Einzüge und Umbrüche. Jetzt, was ist passiert vorhin? Der Strichpunkt hat gefehlt. Du siehst auch, dass Fontweight jetzt der weiß eingefärbt ist. Also Syntax-Highlighting funktioniert nicht mehr. Auch CodePen versteht Style-Sheet nicht mehr. Der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, dass der Browser das so liest. Er versucht, für die Eigenschaft Font Size aus dem da hinten einen Wert auszulesen. Aber es gibt keine Font Size, die
5 Rem Font Weight heisst. Das heisst, um den Wert von der nächsten Eigenschaft abzugrenzen, braucht es ein Zeichen. Und in einem Style-Sheet, in einem CSS-Style-Sheet, ist das Zeichen der Strichpunkt. Und wenn der fehlt, dann wird das nächste einfach angeklebt. Und darum ist es auch egal, dass der letzte Strichpunkt, wenn der fehlt, passiert nichts. Weil das nächste, was kommt, ist die schliessende, geschweifte Klammer. Im Grunde genommen könnte man sogar die Regel haben. Es kommt nachher nichts mehr und darum wird nichts mehr an 700 angeklebt. Aber natürlich ist es besser, wenn man das auch hier korrekt schreibt. Vielleicht möchte man ja später dann noch eine Regel anfügen und hat vergessen, dass man die geschweifte Klammer nicht geschlossen hat. Und darum ist es auch besser, auch bei den letzten Eigenschaften einen Strichpunkt zu machen, damit später nicht aus Versehen ein Fehler passiert, wenn man noch zusätzliche Eigenschaften anklebt. Auch wenn ich hier oben den Strichpunkt, die geschweifte Klammer weglasse, geht das Teilscheib kaputt. Bis dahin funktioniert es zwar, die Hintergrundfarbe wird noch korrekt interpretiert, aber der Browser versteht nicht, dass die Regel eigentlich fertig ist und dass die nächste sollte anfangen und meint, P sei eine Eigenschaft und nicht ein Selektor. Und darum wird die nächste Regel auch nicht auf den Selektor angewendet. Also ich muss zwischen den Regeln eine schliessende, geschweifte Klammer machen. Das sind die typischen Fehler, die in CSS passieren können. Es gibt natürlich auch noch andere. Ich meine, man kann sich einfach vertippen. Oder man kann statt einem Doppelpunkt einen Strichpunkt machen und statt einem Strichpunkt einen Doppelpunkt machen. Aber die typischen Fehler sind, dass man Strichpunkte am Schluss vergisst, dass man geschweifte Klammern vergisst zu schliessen. Und natürlich, dass man sich vertippt. Und wenn du weißt, dass in einem Style-Sheet Umbrüche und Leerzeichen einzig und allein dazu dienen, dass du es besser lesen kannst, dass aber die Strichpunkte und die geschweiften Klammern wichtig sind für den Browser, um zu unterscheiden, was zu was gehört und was ist, dann wird es vielleicht klarer, warum bestimmte Fehler auftreten können. Interessanterweise geht nicht das ganze Style-Sheet kaputt, wenn an einem bestimmten Ort ein Strichpunkt fehlt, sondern es gehen immer nur zwei Ziele kaputt, weil sie zusammengeklebt werden. Aber sobald die Syntax nachher wieder stimmt, macht der Browser weiter. Also, er tut hier zum Beispiel das Schriftgewicht anwenden auf Times und es wird fett. Aber die Schriftgröße und die Schriftfamilie gehen kaputt.